Ja, auch am heutigen Donnerstag wollen wir natürlich gemeinsam einen Blick auf den deutschen Aktienindex werfen. Und auch wenn ich eigentlich immer eher zum Wochenbeginn einen Blick auf das große Bild im DAX werfe, wir kommen heute nicht umhin, das nachzuholen bzw. dies zu tun. Denn der deutsche Aktienindex, wir haben heute ein neues Allzeithoch gesehen. Der DAX war zumindest preislich gesehen so teuer wie noch nie in seiner Geschichte. Und das nach dem extrem schwierigen Start in den August. Wahnsinn, was da abgeht, und damit, wie gesagt, herzlich willkommen zum heutigen Mittagsausblick. Mein Name ist René Beertheit, das Video ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten und das Video spiegelt natürlich nur meine Meinung wider. Damit ist zumindest der Juristerei sind wir dann gerecht geworden, und ich würde sagen, dann legen wir mal los mit dem deutschen Aktienindex. Heute früh habe ich es schon gesagt, beziehungsweise gestern auch, der Markt war so ein bisschen holprig unterwegs, hat wieder mal ein paar bärische Signale angetäuscht. Und für mich war heute eine ganz wichtige Entscheidungsphase um 18.800 bzw. 18.820 Punkte. Darunter bzw. in diesem Preisbereich bestanden bärische Tendenzen, also die Rückkehr der Verkäufer. Darüber, da konnte man zum Allzeithoch laufen und das Allzeithoch vielleicht wieder shorten. Was ist passiert? Wir haben im 18.800er Bereich eröffnet, sind dann ein bisschen hochgelaufen, haben da wirklich auch Verkäufe gesehen. Kann ich euch hier im Terminal jetzt nicht zeigen, aber wenn man in den Orderflow reinschaut, sieht man, dass aktiv verkauft wurde und das auch nicht zu knapp. Aber die Limitkäufer, die passiven Käufer, waren viel stärker, die haben das aufgesogen. Dann haben die Bären aufgegeben. Ja, und dann kam der Sprung über die 18.820er Marke und der DAX ist dann mehr oder minder relativ direkt auf das Allzeithoch gelaufen. Ist das jetzt endlich mal das Ende der Rallye? Geht es jetzt weiter? Muss man jetzt alles über Bord schmeißen? Ich kann all diese Fragen verstehen, aber ich kann es schon mal zusammenfassen. Es hat sich gegenüber gestern oder auch den letzten Tagen ja nicht großartig was verändert. Wir haben die gleichen Rahmenbedingungen, die gleichen Reaktionen, und man muss ganz klar schon mal hier festhalten, egal wie, die Bullen sind unfassbar stark. Sie haben es nicht unbedingt eilig gehabt, aber sie waren zuletzt unfassbar stark. Sie haben alles, was an Verkäufen da ist, und das war nicht zu knapp. Es waren also definitiv auch Verkäufe zu sehen. Die wurden aber alle aufgesaugt und man hat sich dann am Ende nach oben durchsetzen können. Wie sehe ich den DAX jetzt? Ist es dann vielleicht mal Zeit für eine Short-Chance? Ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal mit an den kleinen Bildschirm und wir sehen es hier. Wieder mal Wahnsinn. Wir sind so teuer, so gut gelaufen. Gestern, und ich habe das extra noch gesagt, ich bin gespannt, was hier nachkommt. Das ist eine Topping-Formation gestern gewesen im 30-Minuten-Chart. Die ganze sogar per Tagesschlusskurs bestätigt. Dann ging es nachbörslich nochmal runter in Richtung der 18.710 Punkte. Und ganz ehrlich, das sind eigentlich so normale Korrekturpotenziale, Minimalkorrekturpotenziale, die im Grunde schon wieder über Nacht abgearbeitet worden sind. Dann das zweite Mal auch über Nacht, also nachdem dann eben auch Nvidia Zahlen gemeldet hat gestern, ging es dann nochmal runter. Und wieder wurde der Bereich gekauft. Wir haben heute, ihr seht es, in den 18.800er Bereich eröffnet. Dann gab es wirklich in der ersten Stunde dieses Tauziehen um 18.820 Punkte herum. Und am Ende haben sich dann, man muss ganz klar sagen, ab 10 Uhr die Käufer durchgesetzt. Bullische Rallye, nichts, kein Erbarmen, keine Gnade. Neues Allzeithoch, bisherige Hoch dann mittlerweile bei 18.936 Punkten, und jetzt seht ihr es erneut, Konsolidierungen. So langsam nervt es mich, immer wenn wir auf den Markt schauen, steht er entweder unfassbar teuer da oder also unfassbar teuer und bullisch, also sprich in einer Kaufwelle nahe am Hoch, oder aber wir sind eben vorher gut gelaufen und jetzt haben wir so eine kleine Konsolidierung, aber auch nicht den idealen Einstiegspreis. Was willst du da als Analyst sagen? Vor allen Dingen, wenn du vielleicht eine Trading-Idee präsentieren willst. Ich zumindest muss mir an dieser Stelle definitiv was aus den Fingern saugen. Die Antwort ist dementsprechend relativ klar. Bleibt auf der Hut, Vorsicht. Lieber nichts tun, vor allen Dingen nicht emotional handeln. Das ist auf alle Fälle besser, als zu viel auf einmal zu riskieren. Denn Trend ist aufwärts gerichtet. Neues Allzeithoch ist bullisch. Ich hatte gestern für heute eine Scorecard, heute früh von minus 1. Ist mal wieder seit einigen Tagen überhaupt erstmal ins Minus gerutscht. Trotzdem, wir haben es nach oben aufgedröselt. Donnerstags ist über die letzten 10 Jahre, was den Average Return angeht, der schlechteste Handelstag. Wir stehen im Plus mit Allzeithoch. Leute, das, egal wie, die Statistik spricht so viel für eine Konsolidierung und Korrektur. Und der Markt pfeift da drauf. Und das ist das entscheidende Signal. Und deswegen habe ich für mich eigentlich nur zwei Optionen. Entweder ich bleibe ganz an der Seitenlinie, weil mir das alles nicht geheuer ist. Das ist die erste Variante. Variante 2 ist, ich versuche mich long mit einzuklinken, da bin ich mir aber bewusst durch die ganzen Risiken, kann es sein, dass ich vielleicht auch
am Ende einsteige, deswegen auch auf der Long-Seite gute Stoppabsicherungen, relativ enge Stoppabsicherungen. Ich muss aber sagen, emotional fällt mir das mit dem Long definitiv am schwersten. Ihr könnt mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das bei euch empfindet. Also bei mir ist es wirklich so eine der schwierigeren Sachen. Die Short-Seite anzugehen ist eine der etwas emotional leichteren Dinge, weil man sich wirklich schon fragt, was für ein irrer Markt. Aber es ist natürlich auch der, muss man auch ganz klar sagen, gefährlichste Markt. Das heißt, wenn ich dieses Szenario umsetze, auch hier ganz, ganz wichtig, ihr müsst auf die Trefferquote pfeifen können, ihr müsst eure Verluste gnadenlos sehr schnell begrenzen. Und was ihr sehen wollt, wenn ihr einsteigt, zumindest ist das, was ich sehen will, ist Momentum. Ich will Verkäufe sehen und ich will Momentum nach unten sehen. Und dann kann man sagen, okay, das ist vielleicht jetzt auch mal der Startschuss für ein wenig mehr. Oder aber wir sehen, und das ist vielleicht die zweite Variante, eine größere Top-Bildung. Das ist ebenfalls möglich, aber die sehen wir momentan nicht und wir sehen momentan noch nicht mal Momentum nach unten. Also schaut euch mal an, diese rote Kerze hier um 11.30 Uhr und dann kommt von 12 Uhr bis 12.30 Uhr so eine mickrige Kerze hinterher. Das ist lächerlich wenig, das ist überhaupt nichts und das auf diesem höchsten Niveau. Wirklich Wahnsinn. Schauen wir uns das auch nochmal im Tag dann an, damit wir das auch nochmal vor Augen haben. Ich wollte es ja nochmal zeigen. Das ist das, wo wir momentan stehen. Bärische Kerze gestern in einem Widerstandsbereich nach oben pulverisiert. Ich gucke gerade mal auf dem anderen Monitor, deswegen sieht es wahrscheinlich jetzt in meiner Webcam so blöde aus. Aber wir sind tatsächlich in der Aufwärtsbewegung heute am Kaufen. Das heißt, da wird auch reingekauft. Jetzt so ein bisschen, es bleibt dabei, es wird immer noch gekauft. Sprich, es gibt natürlich durch den Rücksetzer auch ein paar Verkäufe, ein paar aktive, die werden aber mehr oder minder aufgesogen. Und jetzt reichen so ein paar Kontrakte, um den DAX wieder nach oben zu pushen. Also es ist schon ein wirklich sehr, sehr starker Markt. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und da muss man sich wirklich fragen, ob ich hier shorten wollen würde. Insofern, spannendste Frage. Was mache ich in dem Umfeld? Ich habe sie beantwortet. Ich habe drei Szenarien euch vorgegeben. Für den aktiven Trader, für den reinen D-Trader, da würde ich die aktiven Trading-Chancen auch nutzen. Und das bedeutet tatsächlich, ich handle Long und Short. Das muss ich ganz klar sagen. Aber da bin ich dann so in Zeitebenen drin vom 5-Minuten-Chart oder vielleicht auch noch kleiner. Das ist weniger so relevant für den Mittagsausblick, einfach weil es dann auch zu schnell geht. Für den 30-Minuten-Chart, den wir hier vor Augen haben, keine Chance, ich würde dort oben nicht investieren. Was mir so ein bisschen jetzt nochmal im Rahmen ist, ist, wenn ich investieren möchte, dann tendenziell relativ günstig. Da kann man so ein bisschen den aktuellen Preisbereich 18.880, 18.870 Punkte im Auge behalten. Warum? Ihr seht das nicht. Wir können, das kann ich mal machen, dann seht ihr das besser. Jetzt schauen wir uns das nämlich mal im Future an. Der Future hat ein schöneres Volumenprofil. Ihr seht das nämlich hier, das ist genau der Bereich, wo momentan Volumen aufgebaut wird. Und ich kann euch sagen, eine echte Konsolidierung oder eine Minimalkonsolidierung läuft diese Volumenzone an und hält diese. Das heißt, das ist das, wenn ihr es jetzt ummünzt auf das aktuelle DAX-Tief, das ist das, was wir jetzt hier in den letzten 30 Minuten gesehen haben. Das hier der 5-Minuten-Chart. Dieses Tief sollte tendenziell gehalten werden, sieht man aktuell. Das ist gut. Jetzt kann der Markt hier so ein bisschen rumpendeln. Er kann dieses Tief auch nochmal antesten, sollte aber nicht zu weit in diese Zone hier, der Future ist es, 18.920 Punkte hineinfallen. Man sollte das tendenziell halten und am Ende hier nach oben laufen. Das alles ist eine bullische Konsolidierung auf höchstem Niveau. Wirklich stark und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was ich sagen würde, das ist erstmal das, wovon man ausgehen muss. Die Käufer waren unfassbar stark, das wäre möglich. Wie kann man dort sehr kurzfristig, hier natürlich hier unten eher long, und wenn wir in den höheren Bereich reinkommen, kann man eine Short-Seite ausprobieren, wenn man sich dann gegen diesen übergeordneten Trend stellen will und so eine Konsolidierung kann dann will. Etwas spannender, beziehungsweise wo ich das erste Mal sage, das könnte dann schon ein bisschen mehr werden, wäre natürlich, wenn wir diesen Preisbereich nach unten auch nachhaltig verlassen. So, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Variante 1, es geht relativ schnell und man fällt in Richtung Point of Control zurück, also in Richtung heutiger Open-Phase. Boah, das wäre schon echt eine Hausnummer, das wäre schon zu viel. Ich würde fast davon ausgehen, dass man in die Richtung fällt, ja, aber dann versucht vielleicht hier irgendwo Volumen aufzubauen und entweder dann morgen oder übermorgen vielleicht, ja, entweder danach dann die nächste Kaufwelle folgt mit neuem Hoch oder aber, dass vielleicht dann mal eine Konsolidierung folgt. So sehe ich den Markt sehr, sehr kurzfristig. Jetzt bin ich doch ein bisschen in den 5-Minuten-Chart abgewandert. Und denkt bitte daran, das hier ist der Future.
hat ein anderes Preisniveau. Ich gehe auch gleich nochmal auf den DAX, dann könnt ihr das vergleichen. Also dieses Tief und dieser Preisbereich im Future um 18.930, 18.910 Punkte rum, das ist diese Low-Volume-Note, die sollte gehalten werden, alles darüber tendenziell bullish. Und wenn ich die jetzt übertrage auf den deutschen Aktienindex, auf den Index, das kann ich natürlich problemlos machen, dann ist es genau, werdet ihr sehen, es ist genau das bisherige Tief, der bisherige Tiefbereich, also diese Zone ist die, die hier im DAX, wartet, ich will kurz einen Dreieck, einen Rechteck holen. Diese Zone ist die, die möglichst gehalten werden sollte. Da darf man kurz reinditschen. Wenn das nicht kommt, dann kann es mal so ein Step-by-Step ein Stückchen tiefer gehen, auch wieder in Richtung Open. Am Ende muss man aber auch dann sagen, selbst wenn dieses graue Rechteck nach unten durchbrochen wird, das sind alles Konsolidierungen. Im Tagesschart liegt noch nicht mal ansatzweise irgendeine Top-Formation vor. Also man muss das wirklich immer im Kontext sehen. So, jetzt habe ich heute mal wieder ein paar Minuten gequatscht. Ich stelle mal auf die große Kamera um, weil mehr habe ich zum deutschen Aktienindex also nicht zu sagen. Es ist frustrierend, gerade wenn man als Bär unterwegs ist. Es ist wieder der Statistik. Es ist wieder vielleicht auch der ein oder anderen Logik. Und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, naja, mich macht das nicht emotional. Wenn ich drüber nachdenke, schüttel ich auch mit dem Kopf und sage, was für ein irrer Markt. Aber der entscheidendste Punkt ist, ihr könnt denken, fühlen, meinen, was ihr wollt. Handelt aber wirklich möglichst rational das, was da ist. Und das ist momentan im Zweifelsfall. Entweder sind es sehr spekulative Shorts, vor allen Dingen würde ich die sehr kurzfristig managen. Und dann heißt es einfach nicht, dann heißt es so ein bisschen Daumen drücken. Oder aber man hält sich zurück oder man versucht dann doch nochmal die Longseite. Aber auch dort, wie gesagt, in meinen Augen immer wieder mit ein paar Risiken. Hätte ich natürlich vor Anfang der Woche, letzte Woche gewusst, dass der Markt so krass stark ist, dann gab es natürlich keine Diskussion. Long only, ganz klar. Aber schon letzte Woche und Anfang dieser Woche hatten wir genau die gleichen Risikofaktoren. Die sind jetzt natürlich nochmal eine Ecke schärfer geworden. Aber von daher, vielleicht ein kleiner Trost. Man ist vielleicht bei der Rallye aktuell nicht dabei, konnte auch nicht so viel profitieren, hat aber auch glücklicherweise vielleicht nicht viel verloren. Dann hat man gar nicht mal so viel verkehrt gemacht, weil man A, den Emotionen nicht gefolgt ist, kein Blödsinn gemacht hat, B, auch letztendlich so ein bisschen die Statistik gehandelt hat, die Wahrscheinlichkeiten gehandelt hat. Dass so eine Rallye, die kommt immer mal wieder vor, sie ist aber nicht an der Tagesordnung. Und gerade für diejenigen, die dann auch ein bisschen Wert auf Trefferquoten legen, da würde ich nicht unbedingt auf die außergewöhnlichsten Situationen spekulieren, so wie das, was wir momentan haben, denn das ist definitiv der Fall. Könnt ihr auch verschiedenste Statistiken euch anschauen. Nichtsdestotrotz hilft natürlich alles nichts. Wir müssen damit umgehen. Ich drücke euch bei euren Entscheidungen auf alle Fälle die Daumen. Wünsche euch da gutes Gelingen, viel Erfolg. Freue mich, wenn ihr morgen dabei seid. Und wie gesagt, lasst mal unten in den Kommentaren hören, wie ihr da momentan so durch diese sehr spannenden Zeiten gekommen seid.